Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Dragoon. Wir sind immer noch im Gespräch mit dem König Albert, dem Minister Noish. Und mir fällt immer noch dieser schwarz gekleidete Mann da hinten rechts auf. Er sieht seltsam aus. Wie dieser Mann, der Frugel da diszipliniert hat. Auf jeden Fall machen wir weiter im Dialog. Ja, es ist überraschenderweise tauchte es in der Geschichte schon vor 11.000 Jahren auf. Vor 11.000 Jahren endete der Drachenkrieg. Genau. Ihr habt völlig recht, Eure Hoheit. Ich werde dir stattdessen über den Drachenkrieg berichten. Go, go. Die Winglis herrschten über alle Lebewesen und hielten sie als Sklaven. Sie lebten wie die Götter. Und es war eine Schreckensherrschaft, eine abscheuliche Sklaverei. Der Hass der Sklaven brach aus wie ein verzehrendes Feuer. Dann fegte ein Wind über die Erde, der die Flammen in einen Feuersturm verwandelte. Der Herr des Sturms war Kaiser Dias. Ihm dienten 7 Dracheninkarnationen. Ihr Mut riss das Volk mit und es rebellierte. So begann der Feldzug der Drachen. Es war ein grausamer Krieg. Beide, Winglis und Menschen, erlitten schreckliche Verluste. Nach einer langen Zeit der Qualen gewannen die Menschen die Oberhand. Das Zeitalter der Menschen begann. Tja, also der Minister Noish hat uns gerade von dem Drachenkriegen erzählt, der vor 11.000 Jahren wohl stattfand. Damals herrschte wohl eine Rasse namens Winglis und die Menschen wurden unterdrückt und versklavt von diesen Winglis, bis die Menschen sich wohl irgendeines Glücksfalls bemächtigten und 7 Drachenreinkarnationen sie vertraten im Krieg mit Kaiser Dias an der Front gegen die Winglis und die Menschen gewannen anscheinend den Krieg. Und seitdem ist das Zeitalter der Menschen. Die Winglis sind natürlich fliegende Gestalten. Winglis. Das schwarze Monster erscheint aber nach dem Drachenkrieg. Prätorianer von Basil. Entschuldigt, Sir! Es ist Zeit für die Kriegssitzung! Oh, ja. Sag ihnen, wir kommen sofort. Ich sollte Albert vielleicht nicht mit so einer mächtig tiefen Stimme sprechen. Aber naja, es gehört sich für einen Herrscher so. Dort, Shayna, für diejenigen, die kein Zuhause mehr haben, wird dies ein besonders harter Krieg werden. Die Burg ist jetzt sehr ruhig. Es ist der beste Platz, um über die Zukunft nachzudenken. Das ist das erste Mal, dass wir auf einer Burg sind. Neben diesem Zimmer gibt es einen Platz mit einer schönen Aussicht. Viel Vergnügen! Die Aussicht von der Burg. Ich verstehe. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mein Make-up richten gehen. Oh Gott. Was kommt da wohl auf uns zu? Das fragt sich Dardoch gerade. Sie ist so hastig. Bitte entschuldigt auch mich. Ich werde nach ihr sehen. Dieser schwarz gekleidete Typ. Ja, jetzt sind wir wieder auf uns allein gestellt anscheinend. Als Dart können wir jetzt weiter. Keine Sorge, sobald wir die Kriegssitzung beenden, werden wir Lovitz zu euch schicken. Ja, gut. Darf ich nicht mitmachen? Okay, anscheinend nicht. Ist ja gut, Albert. Ist ja gut. König Albert könnt ihr euch schon mal merken, der wird nämlich später mal häufiger, also eine größere Rolle spielen. Ich glaube erstmal noch nicht so, aber später dann.
Hier ist dieser schwarze Mann hingegangen. Ich will mal mit ihm reden. Der ist mir nicht ganz geheuer hier. Hm. Du bist also der tapfere Mann aus Celes. Hm. Das ist aber die Kammer seiner Hoheit, König Albert. Du darfst da nicht reingehen. Du, ich mach, was ich will. Genauso kletter ich hier die Leiter runter. Ich kann's einfach. Warum ist eine Rutsche? Ist das eine Wasserrutsche? Platsch! Was? Wie komme ich denn? Naja, so kommt Albert jeden Morgen zum Frühstück. Das ist interessant. Auch wenn das nicht ganz gewollt war. Ich wollte gar nicht runter. Hätte ich das gewusst? Na, dann müssen wir uns wieder nach oben arbeiten. Ich dachte zuerst, das ist eine Wasserrutsche. Weil das Wasser so nah ist. Scheint Albert ja ein ganz verspielter zu sein. Wie geht das mal hier lang? Da, wo Shayna nicht ist. Hoffentlich. Na, vielleicht doch. Ach ja, die Aussicht. Friedlich. Von hier können wir ganz Basil sehen. Vielleicht können wir sogar Celes sehen. Celes liegt hinter dem Berg. Außerdem können wir es nicht sehen, weil wir so weit... Ich hoffe, alle sind wohlbehalten. Ich bin sicher, dass es ihnen gut geht. Ja, es geht ihnen gut. Nach den Aussagen meines Beraters sind die meisten Dorfbewohner wohlauf. Wirklich? Ich bin erleichtert, das zu hören. Aber es wird ein bisschen Zeit brauchen, um das Dorf wieder aufzubauen. Das ist immer noch gut. Ich werde alle wiedersehen. Aber wir haben auch schlechte Nachrichten. Sandora bereitet sich darauf vor, uns anzugreifen. Sie planen, den Drachen für den Angriff auf Orks einzusetzen. Ein Drachen? Wenn sie dieses Monster in der Schlacht loslassen, wird es ein Völkermord werden. Oh mein Gott. Ein Genozid. Unsere Aufgabe als Ritterschaft ist es, ihn aufzuhalten. Ich gehe jetzt nach Orks. Das Halten der Front wird die Zukunft von Basil bestimmen. Ich habe nur für mich selbst gelebt. Ich habe geglaubt, dass ich es allein zu Ende bringen muss. Auch wenn ich dafür Shayna und die restlichen Bewohner des Dorfes zurücklassen musste. Und als ich zurückkomme, schau dir das an. Ich habe fast wieder meine Heimat verloren. Lavitz! Ich gehe mit dir nach Hawks. Ich will kein sinnloses Blutvergießen mehr mit ansehen. Was siehst du mit dem schwarzen Monster? Wir müssen zuerst den Krieg beenden. Da hat Endard seine Meinung nie. Natürlich werde ich auch mitkommen. Ich kann den Krieg genauso wenig ertragen. Ich kann auch kämpfen! Kinder? Kinder? Hallo, Lavitz? Es ist alles beschlossene Sache. Und jetzt müssen wir uns vorbereiten. Da lasst uns jetzt nach Bale gehen. Dort gibt es Krämerläden und Waffengeschäfte und mein Zuhause. Ihr müsst meine Mutter kennenlernen. Sie wird glücklich darüber sein. Sie hat schon lange keine Besuche mehr gehabt. Okay. Ja. Heroische Musik wird eingespielt. Weil wir uns entschieden haben, den Krieg zu beenden. Oder in den Krieg einzugreifen. Eigentlich waren wir ja nur unbeteiligte
Bürger eines kleinen Dörfchens. Und jetzt greifen wir in einen Krieg ein. Sprechen wir mal mit Mr. Noish. Jemand sollte noch... jemand sollte manipulieren, hm? Wer könnte das sein? Ich weiß es nicht, Dole. Noish? Also jemand soll Dole manipulieren, den Kaiser von Zendora. Soll manipuliert werden. Aha. Warum begegnet Dole Shayna? Warum begehrt Dole Shayna? Auch wenn er Seelis zerstören muss. Viele Dinge sind daran merkwürdig. Ja. Wir wissen es auch noch nicht. Also ich kann mir denken, dass es irgendwas mit dieser Kraft von Shayna zu tun hat. Ihr habt ja gesehen, sie hat die Schlange mit ihrer Taschenlampe einfach weggeleuchtet. Das könnte ich auch gern. Fein einfach wegleuchten. Klick, klack, klick, klack. Busch, weg sind sie. Wir müssen jetzt Richtung Bale und dann müssen wir natürlich zu Alberts Haus. Was? Alberts Haus? Bitte. Wir sind gerade in Alberts Haus. Wir müssen zu Labets Haus, nicht Alberts Haus. So. Aber erstmal gucken wir hier draußen noch ein bisschen, ob hier nicht irgendwo vielleicht noch ein Dings rumliegt. Ein Dings. Was ist ein Dings? Ein Stardust, meine ich. Ach ja, und wir müssen uns nochmal in diesen komischen Tunnel schleichen. Der bei dem Säufer da unten war. Denn wir haben da unten ja jetzt die Türen geöffnet, fällt mir ein. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Er ist immer noch voll trunken. Na, reicht der Schnaps noch? Ich muss euch einen neuen holen. Naja, nicht so teuer. 20 Gold für eine Flasche Schnaps? Na, wir haben so viel Geld, wir könnten uns eine Menge Schnaps leisten. Wir könnten ein richtiges Saufgelage veranstalten. Hört her, Bürger von Bale. Die nächste Runde geht auf mich. Okay. Könnt trinken, so viel ihr wollt. Yippie! Unser Held! Aha. Klettern wir erstmal die Leiter hier hoch. Mal gucken, wo wir rauskommen. It's a me, Lawitz. Ach hier, ja genau, da ist ja noch eine Kiste. Und was ist drin? 20 Gold. Naja, gut. Habe ich schon größere Schätze gefunden. Ehrlich mal, also richtig größere Goldmengen, die einfach frei rumlagen als das hier. Das hier war ja jetzt schon ganz gut versteckt eigentlich. Go, go, Khan! Ahoi! Piraten! Gleich kommt Jack Sparrow aufs Boot gesprungen und kapert mein großes, seetaugliches Schiff. Seetauglich. Ich glaube, das sinkt sowieso gleich. Gucken, wo uns das Ding hinführt. Okay. Unter der Brücke hindurch. Wusch! Müssten wir jetzt gleich an den betrunkenen, an den trunkenen Bolt vorbeischippern? Ja, genau. Prost, Alter! Sehe ich jemand auf dem Boot? Seit wann gibt's hier Boote? Ach, egal, ich trinke noch einen. Nicht gegen die Felsen fahren, bitte. Wir schippern jetzt hier in dem Tunnel rum, ey. Interessant. Jetzt müssten wir eigentlich da rauskommen, wo wir vorbeigeschossen. Ach nee, wir kommen jetzt. Ah. Weiterfahren oder aus dem Boot raus? Erstmal aus dem Boot raus. Stimmt, hier war ja auch noch. Genau. Auf der anderen Seite, ja. Aha. Was? Das Fass ist voller Spinnenweben. Wann wirst du es trinken? Was? Jetzt! Sofort! Gern doch. Oh. Ist mal wieder Zeit, die Folge zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!